Echeverría. Das soll das Rezept sein, mit hohen Flanken zu operieren. In diesem Fall auf Santiago Esquero. Erste Unstimmigkeiten in der Austria-Hintermannschaft. Und der erste Eckball. Genauso wie Sionko. Das ist Ursais, der kopfballstarke Mittelstürmer. Und da ist er gleich erstmals gefährlich gewesen. Genauso wie Del Horno. Mit nach vorne gekommen. Die drei offensiven Mittelfeldspieler. Echeverría gegen Papaz, da kann er flanken, das wird gefährlich. Glück für die Austria. Nach dieser Flanke von Echeverría, die sich da beinahe hinter die Dulica ins Tor gesenkt hätte. Rastic, Dosunmu, kein Abseits, immer noch Dosunmu, ist das die große Chance, Sionko. Und Lafuente dazwischen. Iraola geht jetzt auch mit nach vorne. Wieder Gurbegi. Iraola und Antonsson. Esquero. Und jetzt gibt es Elfmeter. Handspiel von Ernst Dospel. Die Austrianer können es nicht glauben. Hat der polnische Schiedsrichter da richtig entschieden? Das ist die Frage. Szegolcz, Gilewski. Entscheidet in der 19. Spielminute auf Elfmeter für Athletic Bilbao. Es war ein Handspiel, aber ich glaube, es war ganz knapp außerhalb des Strafraums. Handspiel von Dospel, ganz klar. Die Frage, auf der Linie oder knapp außerhalb? Ich glaube, es war knapp außerhalb, hätte es einen Freistoß geben müssen für Athletic Bilbao, aber es gibt Elfmeter. Und jetzt natürlich die große Möglichkeit, für die Basken in Führung zu gehen. Jeste gegen Joey de Dulica. Francisco Javier Jeste und er trifft. 1:0 Athletic Bilbao in der 20. Spielminute. Durch diesen Elfmeter von Jeste. Joey de Dulica geschlagen. Ärgerlich natürlich. Und es gibt auf alle Fälle keine Verlängerung, das steht damit fest. Jeste schickt de Dulica ins andere Eck. Schade, die Austria hat sich. Kiesnebner. Schießt mit seinem schwächeren linken Fuß. Und es gibt nicht einmal Abstoß, sondern Einwurf. Guter Freistoß von Jeste. Und Riesenmöglichkeit. Iraola. Bei Standardsituationen, die Basken extrem gefährlich. Jetzt die Austria über Ivica Vastic. Vastic sucht den Abschluss, schießt und trifft nicht. Ganz knapp vorbei, dieser Schuss von Ivica Vastic. Eine tolle Aktion. Er zieht das sofort ab mit links. Und um Zentimeter geht dieser Ball am Tor Vastic. Sekunden später auf der anderen Seite. Ganz knapp vorbei. Fort hineinzukommen in den Strafraum und der Konter läuft über Tosin Dosunmu. Ah, dann nimmt er den Ball nicht mit. Machuschek. Ivica Vastic. Auf Blanchard, immer noch Jean Blanchard, da kommt er zum Schuss. Und verzieht. Gute Aktion der Austria. Gute Aktion von Jean Blanchard. Der da hineingeht, in den Strafraum abzieht, hätte natürlich auch aufspielen können auf Dosunmu, der war völlig weiß gegen Antonsson. Da wollte er den Freistoß haben, diesmal bekommt er ihn nicht. Kiesnebner, Machuschek, Dosunmu, wieder Kiesnebner. Soweit dieser Pass für Dosunmu, aber der Fehler von Lafuente!
Möglichkeit. Ivica Vastic. Jetzt ist der Torwart wieder drinnen, aber Sionko. Immer noch Sionko und da ist das Tor. Libor Sionko. 36. Spielminute. 1:1. Fürchterlicher Fehler von Inaki Lafuente. Aber was soll's? Jubel auf der Austria-Bank. Jubel bei den mitgereisten Fans. Und alles wieder offen. Die Austria wäre jetzt weiter, wäre im Achtelfinale. Und Libor Sionko ist der Torschütze. Im Hinspiel hatte er zwei tolle Möglichkeiten. Die Situation bereits geklärt. Dann das Missverständnis. Das Umu auf Ivica Vastic. Der wartet geschickt. Sieht auf der linken Seite, dass Sionko frei ist. Auch der wartet geschickt. Legt sich den Ball auf den rechten Fuß und schlänzt ihn ins Tor. 1:1. Die Austria-Fans im übertriebenen Freudentaumel, das wollen wir nicht sehen. Was sehen wollen wir? Tore der Austria, eins haben wir gesehen. Und mit diesem 1:1, das durchaus nicht unverdient ist, könnte man schon leben. Beruhigung angesagt, auch auf der Tribüne. Auf der rechten Seite Libor Sionko, der Torschütze. Kiesnebner. Rechts kommt der Kapitän mit, Ernst Dospel. Gegen den Hornor. Geht er vorbei, da könnte er schießen. Macht er auch, abgeblockt. Kiesnebner. Oh, nächster toller Schuss. Nächste Möglichkeit für die Austria. Markus Kiesnebner. Schuss von Dospel, gerade noch abgeblockt. Und dann Kiesnebner mit links. Auch da hat nicht viel gefehlt. Mittelfeld. Und auch Iraola wird immer offensiver. Jeste, der hat relativ viel Platz, kann sich immer wieder den Ball annehmen. Echeverria gegen Papaz. Gute Flanke. Dospel, wieder Jeste. Und das war ganz gefährlich. Schon zum dritten, vierten Mal, dass Jeste zum Schuss kommt. Und das im Strafraum. Echeverria, gute Flanke. Dospel gegen Esquero und dann trifft Gott sei Dank Jeste den Ball nicht gut. Athletic Bilbao 1, Austria Wien 1. Mit diesem Resultat wäre die Wiener Austria im Achtelfinale. Der Haken an der Geschichte, es geht noch 45 Minuten. Wir sehen noch einmal das 1:0 durch dieses Elfmetertor von Jeste. Aber dann ist die Austria zurückgekommen und hat das 1:1 gemacht durch Libor Sionko. Und das war der erste Treffer einer österreichischen Mannschaft in Spanien seit 6,5 Jahren. Den letzten, den hatte Ivica Vastic erzielt, damals noch für Sturm Graz im Champions League Gruppenspiel.